Hallo, hier ist wieder Xenon Squad mit der Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir haben in der letzten Folge Veran den Garaus gemacht und befinden uns jetzt hier im finalen Verlies auf dem Weg zum wiedererweckten Ganondorf. Oder, ja, Ganon. Okay, vielleicht war was dann. Sollten wir in dem Fall dann doch nicht der Mehrheit vertrauen, sondern denen, die am spärlichsten vertreten sind? Ist das dann vielleicht das, was wir machen sollen? Wir haben jetzt hier auch keine, die nur zweimal vertreten sind. Was soll ich also machen? Oder ist es wie ganz früher, ignoriere... Denke überhaupt nicht drüber nach, sondern lauf einfach nur nach oben. Ich denke, nein. Okay, nochmal alles zurück. Moment. Ist diese erste Anordnung hier immer fest? Also die nach unten zeigen, scheinen jedenfalls immer dieselben zu sein. Naja, aber nach unten kann es nicht sein. Nach unten führt uns immer wieder zum Teleporter. Daher... Andere... Ja, weil, nö. Oder sollen wir vielleicht in die Richtung gehen, die gar nicht vertreten ist? Das wäre in dem Fall rechts. So von wegen, ja, überall wohin gedeutet wird, führt man dich in die Irre. Kann natürlich auch sein. Dass einfach eine Richtung immer gar nicht vertreten ist und genau die sollen wir nehmen. Wir sollen einfach überhaupt nicht auf diese Statuen hören. Wir sollen sie uns nicht egal sein lassen, aber wir sollen einfach das Gegenteil von dem tun, was sie wollen. Genau, jetzt schaut nämlich keine nach oben. Und wieder schaut keine nach oben. Und genau das war der Trick. Genau das war es, was wir tun. Oh, wir sind schon da. Ich will nicht wissen, wie das bei euch wieder aussieht. Vielleicht seht ihr einfach gar nichts von dem Effekt. Ja, jetzt vielleicht schon. Oh oh. Xi. Du hast den Altar erreicht. Na, wobei. Du hast den Altar erreicht. Verflucht! Wir dulden nicht, dass du hier einfach herumtollst. Das hast du nur davon. Wollt ihr beiden etwa kämpfen? Die Flammen der Qual, Zerstörung und Verzweiflung brennen lichterloh. Die Rückkehr des Königs des Bösen, Ganon, rückt näher. Nur die Opferung Zeldas steht noch aus. Wenn wir den Geist Ganons in das Gefäß rufen, ist es vollendet. Du hältst uns nicht auf. Bereite dich auf deinen Untergang vor. Ja, ja, eure Mächte kenne ich ja. Ich habe nur leider nichts, um euch den Garaus zu machen, fürchte ich. Doch, habe ich. Oh wow, wie soll ich das denn machen? Oh wow, ja, 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 ja. Es ist das alte Prinzip. Ja gut, ganz ehrlich. Wo soll ich da bitte großartig zielen können? Oh, musste sehen, eh nicht so oft treffen. Ja, okay, dann. Okay, dann passt schon. Oh, oh, oh. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommen würde. Doch ich werde nicht fallen. Wie Onox und Veran. Lerne meine wahre Macht kennen. Ach nee, die sexy Thermohexi.
Wir opfern dich, damit der König des Bösen zurückkehren kann. Wow, 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 wow. Aua. Nicht vergessen, Xie, du hast nur einen Versuch mit vollen Lebenspunkten. Mensch, die hat aber auch schnell keine Lust mehr, ne? Nee, auf jeder Eisform hat die irgendwie immer gar keine Lust. Da darf ich mein Lieblingselement gar nicht in Aktion sehen. Meine Güte, hältst du viel aus. Und du, es bestand jetzt aber auch keine unbedingte Nötigkeit, mir das Element zu zeigen. Nee. Vergeigt. Oh, wow. Ah, ja, ja, okay, gut. Bei dem Bosskampf können wir uns aber vorher tatsächlich wenigstens heilen. Hatten wir hier irgendwo eine Heilquelle? Ich glaube, der Herr weibliche Makubaum konnte uns nicht heilen. War hier irgendwo eine Feenquelle? In nächster Nähe? Nee, aber... so viel, wie die gute Dame bzw. ihre Fusion aushält, will ich mich da schon ein wenig rüsten. Ich muss jetzt nicht unbedingt wieder den Belebungstrank daherholen, aber die Magieflasche, Entschuldigung. Ach komm schon, gib doch Herzen her. Ich will jetzt wirklich keine... Ah, wo waren denn die Feenquellen? Uiuiuiui. Mir ist spontan wirklich keine andere eingefallen. Tut mir leid. Es muss aber irgendeinen besseren Weg geben. Entschuldigung. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut für euch. Es muss irgendeine bessere Möglichkeit... Hätte uns der Makubaum doch ein Künstler. Hier haben wir auf jeden Fall eine... Aber bei den beiden brauchen wir wenigstens keine Kerne mehr. Das Einzige, was wir da brauchen, ist unser Schwert. Muss allerdings dazu sagen, wenn ich mir gerade so den Kopf gehen lasse, wie viel... Oh, hätte mich die vielleicht heilen können? Sei es drum.
Das probieren wir aus, sollten wir erneut scheitern. Was hoffentlich nicht der Fall sein wird. Naja, wenn ich mir gerade überlege, wir haben das Level 2er Schwert und mit dem Level 2er Schwert brauchen wir dermaßen viele Schläge. Eieieiei. Das nenne ich einen robusten Boss. So. Hier sollte man ja relativ schnell wieder durchkommen. So. Ja. Ihr wollt mir sagen, wo ich lang gehen soll? Lieber nicht. Und wer mich jetzt dafür verurteilen möchte, dass ich in dem Fall quasi jetzt der Mehrheit zugestimmt habe, der möge vielleicht nochmal drüber nachdenken, dass das Ganze hier ein Videospiel ist und ich überlege, was die Mechanik sein könnte. Das hat nichts mit meiner Gesinnung zu tun. Ich bin definitiv nicht der Ansicht, dass die Masse die Mehrheit zwingend recht haben muss. So, ihr beiden. Jetzt versuche ich mal, bei euch in der ersten Phase nicht gleich so viel Schaden zu fressen. Warum haben wir die Flammen jetzt plötzlich Augen bekommen? Und allesamt blau werden. Ach komm. Dann kann die natürlich genau in mich reinrauschen. Was soll denn sowas? Also komm. Das ist doch Blödsinn, wenn die beiden... Bei den beiden muss ich doch ein bisschen schadensgierig sein. Ja, Link, man muss auch immer unbedingt abprallen, wenn man einen Gegner getroffen hat. Das geht einfach nicht anders. Ah, die kann man einfach zurückboxen. Aua! Ach komm! Nein, komm, lass mich jetzt nicht wieder Schaden nehmen. Ja gut, manchmal box ich sie halt auch einfach um... Au! Ich dachte, ich hätte sie besiegt, Entschuldigung. Wow, wie viel hält denn dieser Gegner aus?
Ja. Der Makobaum hat den entscheidenden Tipp. Kann mich von den beiden jemand heilen? Es muss doch nicht sein, dass ich jedes Mal zu irgendeiner Feenquelle latsche. War hier oben nicht eine Quelle? Da war doch in dem einen... Ah, danke. Gut. Gut, sehr gut. Sollten uns die Kerne mal ausgehen, kann ich mich ja dann einfach zu so einem Ort hin transportieren. Aber so haben wir wenigstens eine schnellere Möglichkeit, uns zu heilen. Aber meine Güte, halten die viel aus. Das ist ja unfassbar. Ich meine, wenn ich ein Schadensgeräusch höre, dann gehe ich davon aus, dass ich alles richtig mache. Also wenn ich da jetzt in irgendeiner Art und Weise als Spieler das Gefühl bekommen sollte, etwas falsch zu machen, dann tut's mir leid, aber dann ist ein Schadensgeräusch definitiv der falsche Anhaltspunkt. Tja, wenn man gegen die beiden kämpft, muss ich halt auch sagen. Dass die so ganz an den Rand gehen können, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Ja, Mensch. Zum Schluss geht's nochmal nach oben. Dass das aber auch nie anders ist. Mensch, Mensch, Mensch. Ich weiß nicht, was ich im Kampf großartig viel besser machen soll. Ich muss irgendwie versuchen, Schaden reinzuzimmern. Ich will diese Eisphase um jeden Preis verhindern. Wie gesagt, bei der Kampfphase. In Bewegung bleiben hilft halt auch nicht in jeder Situation. Ich wäre halt ganz gerne irgendwo sicher. Immer schön Kurume treffen. Eis ist mir lieber als Feuer. So, und dann fangen halt mit der Eisform an. Och nö. Und ich bin halt wieder im Gegner drin. Toll. Ja. Ich kann auf dem Eis nicht ordentlich navigieren. Entschuldigung. Wenn ich sie nicht so extrem oft treffen müsste, würde ich ja vorsichtiger kämpfen. Tch,
Und in solchen Momenten kann ich halt auch nicht viel machen. Ich bin nicht so schnell, dass ich in jeder Situation wendig ausweichen kann. Auch wenn das Spiel das in diversen Situationen anscheinend ganz gerne hätte. Ich bin nur so schnell, wie mich die Entwickler des Spiels sein lassen. Schneller kann ich nicht sein. Warum muss dieser extreme Warum muss es mich immer so extrem zurückschleudern, wenn ich treffe? Wie gesagt, mein Gegenargument an der Stelle ist und bleibt die Tatsache, dass dieser Boss definitiv zu viel aushält. Ja, klar. Ist schon recht. Wie oft denn noch? Meine Güte, da sitzt man ja Ewigkeiten an dem Boss, wenn man das verbesserte Schwert nicht hat. Au! Natürlich kann ich im Sprung nicht ausweichen, toll, weil die Kollision wieder über die Höhenansicht geht, durfte ich da jetzt auch nicht ausweichen. Vielen Dank! Und wieder... Der Kampf geht halt entschieden zu lang. Ansonsten inhaltlich okay, aber... Der Boss hält einfach zu viel aus. Das ist einfach viel zu viel. Ja, komm. Machen wir weiter. Nee. Die Mechaniken sind okay, aber wenn der Kampf so lange dauert, dann ist es mir persönlich einfach zu lange dasselbe. Ein Bosskampf soll ab einem gewissen Punkt entweder enden oder sich ändern. Aber dieses Hey, der Bosskampf hat nur zwei unterschiedliche Phasen und keine Ahnung, wie viele Schläge ich da bisher reingehauen habe. Wahrscheinlich habe ich ihn jetzt genau immer so oft getroffen, dass ein, zwei Schläge noch gefehlt hätten. Ich würde es mir zutrauen. Okay. Oh mein Gott. So, weiter. Das Schlimme ist halt, ich gehe davon aus, dass nach dem Kampf gegen die sexy Thermohexi dann tatsächlich nochmal ein Kampf kommen wird. Irgendwann
Ich schätze mal, dass das Schlimmste eintreffen wird. Ja. Schon schön, wenn der Bosskampf gleich damit beginnt, dass die mir fast reinrasen. Ach komm. Das ist halt wieder so ein Bosskampf mit komplett willkürlichen Verhaltensmustern. Okay. Natürlich fliegst du mir wieder rein. Meine Fresse. So. Yay. Ja, bei dem Anblick denkt man sich nicht viel. Wenn man die 3D-Variante davon schon mal gesehen hat, dann... Natürlich. Ja, dann... Komm schon, das ist doch ein Witz. Wo soll ich da hin, bitte? Ja, und wenn sie sich halt dann immer dahin bewegt, wo ich bin. Wie soll ich diesem großen Gegner denn bitte anständig ausweichen? Ja, dann passiert das wieder. Ich kann dem Angriff da nicht ausweichen. Es geht nicht. Ich komme da nicht davon. Ich habe da nicht den nötigen Platz. Ja. Was mache ich denn? Gib doch endlich mal auf, meine Fresse. Ja, jetzt wirst du natürlich noch schneller. Weil, hey, war ja noch nicht schwierig genug. Klar war der auf meiner Höhe. Die war immer noch nicht fertig. Gott. Sieh sich der Bosskampf. Ich meine, die ist ja dann immer wieder in dieser Schadensanimation oder... Ich kann ihr da ja keinen Schaden zufügen. Keine Ahnung, aber die Folge ist gleich, die 30 Minuten sind gleich voll, von daher lohnt sich kein Versuch mehr. In dem Sinne sage ich an dieser Stelle, man sieht sich beim nächsten Mal bei The Legend of Zelda Oracle of Ages. Ich bin Xy, bis dann Leute, ciao. Oh wei.